Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Es ist Montagnachmittag, wir haben jetzt 15.23 Uhr schon. Ich habe auch schon den Hall für euch abgedreht und alles verräumt und so weiter. Denn ja, Dirk und ich, wir waren heute los. Er musste zum Chirurgen, ich musste zum Orthopäden und das ist alles in der gleichen Praxis. Bei uns direkt am Krankenhaus, also haben wir Termine uns zur gleichen Zeit geben lassen und waren dann da. Dirk ist jetzt schuhfrei. Der Klotz am Bein ist weg bei ihm. Der meinte auch, es ist also mit dem Schuh ist er vorhin deutlich schneller und hier sicherer durch die Gegend geflitzt als jetzt. Jetzt ist es ohne Unterstützung quasi noch ein bisschen unsicher und vor allem der Fuß ist ja doch etwas steifer geworden. Jetzt ist er glücklich, dass der Schuh weg ist und der auch auftreten darf. Jetzt ist er gerade im Badezimmer und ich glaube, er badet. Er will baden. Jetzt ist auch mit dem Arm, also der Arm. Ich kann euch nachher gucken, wobei er das zeigt. So eine Narbe hat er da jetzt, Also so richtig lange Narbe von seiner OP. Also ja. Genießt jetzt, dass er ohne Schuh, dass der Fuß jetzt nach 9 Wochen endlich frei ist. Aber jetzt darf ich ihn dann auch noch zu Krankengymnastik hier. Warte jetzt noch auf Anruf, dass die Termine machen. Ja, Krankengymnastik. Und er ist jetzt mal noch für die weiteren 4 Wochen krankgeschrieben. Das heißt, am Ende haben wir, 13 Wochen, die er nicht, arbeiten konnte. Wenn es jetzt da am 2.5. heißt, dass er wieder los darf, Das werden wir dann sehen. Auf jeden Fall waren wir los. Bei mir ist auch, ich muss zum MRT. Habe da auch am 2.5. tatsächlich Termin zum MRT für den unteren Rücken. Er will gucken, genauer gucken als auf dem Röntgen. Ob da jetzt nicht irgendwas doch mit Bandscheiben ist. Und wegen der Schulter, da meinte er, du kriegst schon Immunsuppressiva, ich kann dir jetzt nicht noch Cortison spritzen. Das heißt, wie gehabt, versuchen immer wieder so bewegen ein bisschen und Umschläge machen mit Quark, mit Ritterspitz habe ich zum Glück noch da, hat hier rumgedrückt, das tut jetzt so weh. Schmerzsalbe und mal Eiswürfel oder so drauf. Ja, das ist jetzt das, was ich kriege. Nichts. Am 20. habe ich Termin beim Rheumatologen. Moment, Telefon. Okay, wo wir gerade darüber geredet haben, hat die Physiotherapiepraxis angerufen und ich habe jetzt die nächsten Termine, also dieses Rezept, was er bekommen hat, 6 Termine für Dirk, mir aufgeschrieben. Noch mehr Termine. Diese Fahrerei, die geht mir echt dermaßen mittlerweile auf den Senker. Vor allem, dass ich dann so früh manchmal los muss zu irgendwelchen Terminen. Ihm ist das egal, der kann aufstehen, egal wie. Aber wenn ich, ich bin kein so unbedingt früh Aufsteher. So, ihr Lieben, ich nehme euch jetzt ein bisschen mit. Ich muss hier die Wäsche abnehmen. Ich habe jetzt nämlich eine Waschmaschine angeschmissen. Das ist Isabels Wäsche, hat sie gestern gewaschen, ist jetzt auch schon trocken. Und dann muss ich ein bisschen noch weiter im Haushalt was erledigen und Abendessen machen. Also mittags gab es für Dirk und mich nur Rührei mit Brot. Ich muss ja immer noch was machen, was er essen kann. Da muss man sich auch erstmal überlegen, was kann ich denn machen. Du kannst jetzt nicht einfach mal einen Schnitzel anbraten oder sowas. Das muss er ja auch kauen können. Also am besten Süppchen, also gibt es wieder Süppchen, wie er sich gewünscht hat. Und ja, aber vorher mache ich hier ein bisschen was im Haus. Ja, wie gesagt, oh Mann, Christian hat da solche Brocken reingeschleppt. Holz, das wird doch nie im Leben brennen. Guckt euch da dieses Riesending. Das passt ja wahrscheinlich nicht mal mehr richtig in den Kamin rein. Naja, muss ich gleich wieder wegtragen. Also so ein paar Kleinigkeiten, den Holz, den kriegt ihr extra. So sieht es gerade hier aus. Montag und jetzt schon eigentlich so ziemlich gestresst, muss ich sagen. Aber kann man nicht ändern. Also, Raphael ist nicht da. Der ist bei seinem Kumpel.
bis morgen, glaube ich, noch. Und Christian musste heute früher nach Hause wieder, weil bei dem Wind und Regen und halbwegs Hagel und so weiter konnten die wieder nicht irgendwo auf dem Dach großartig arbeiten. Ja, aber der hat mir dann jetzt auch schon ein bisschen hier und da geholfen. Und wenn ich was brauche, dann ist er oben, dann rufe ich ihn auch wieder. Okay, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Zugucken. Ich werde euch wie immer mit im Schnelldurchlauf mitnehmen, was ich hier so alles mache. Und nachher beim Kochen zeige ich, was ich mir heute so überlegt habe. Jetzt habe ich heute nicht ganz so viel erledigt, wie ich eigentlich vorhatte, weil hier kam ein Anruf, da kam ein Anruf und dann Vormittag waren wir ja auch unterwegs. Aber egal, läuft nicht weg, mache ich dann morgen, was ich heute nicht geschafft habe, denn jetzt muss ich das Abendessen machen. Und zwar gibt es heute eine Cremesuppe, ne? Habe ich vorhin schon erwähnt. Ich habe erstmal überlegt, welche. Nur Blumenkohl-Cremesuppe, aber dann dachte ich mir, ach nee, ich schmeiße wieder alles Mögliche rein. Es wird dann so eine Gemüsecremesuppe sein mit guten Hackfleisch. Nicht in Form sogar von Bällchen, wie ich es mal gedacht habe. Ich brate das Hackfleisch einfach separat an in einer Pfanne und gebe das zum Schluss dann mit dazu. Ja, wie ich eine Cremesuppe koche, habe ich euch schon ganz oft gezeigt. Deswegen jetzt nur im Groben, was ich diesmal nehme. So, und diesmal erstmal natürlich einen Topf und ein bisschen von der Creme zum Braten und anmachen. Ja, und dann grob, oh Mann, wer war das jetzt schon wieder? Da gehört das ja auf gar keinen Fall hin. Ja, und dann wird grob geschnitten,
alles, was ihr hier jetzt seht. Und zwar eine Zwiebel, zwei Solo-Knoblauch, zwei Möhren, eine halbe Paprika, eine Zucchini, zwei Stangensellerie, was vom Blumenkohl. Mal gucken, ob ich alles nehme, wahrscheinlich alles. Und dann ein paar Kartoffeln. Das ist jetzt alles. Man kann natürlich noch ein paar Sachen dazu schmeißen. Was hätte ich denn da jetzt noch gehabt? Weiß ich nicht. Ich glaube nichts. Ja, aber das alles kommt jetzt hier rein, gibt ordentlich Vitamine und ja, durch den Kartoffel- und Fleischanteil auch sättigend. Und weil es Cremesuppe ist, kann Dirk auch wunderbar mitessen. Das ist mir ja das Wichtigste, dass er auch gut essen kann. Ja, und alles wird jetzt einfach grob geschnitten und in dieser Creme zum Braten kurz angebraten, damit es ja ein bisschen Röstaroma bekommt. Und danach wird das einfach mit Brühe aufgegossen. Welche Brühe, das muss ich mir noch angucken. Vielleicht Hähnchenbrühe diesmal. Mal gucken. Ja, alles nur grob schnippeln und dann ab damit in den Topf und einmal anrösten. Puri habe ich nicht, sonst hätte ich auch noch Puri mit reingeschmissen, aber ich habe heute keinen gekauft. Irgendwie nicht dran gedacht. Ja. Als erstes die Zwiebel und solange die leicht anbrutzelt, schneiden wir mal den Rest. Wenn die Möhren dicker sind, mache ich die ein bisschen kleiner, also nicht in Ringe, sondern in Halbringe. Man kann es aber natürlich auch gröber lassen. Und wenn man das nur kleiner schneidet, ist das natürlich schneller durch. Den Strunk, also ein Teil wenigstens, nehme ich auch mit rein. Dann ja, kommt nicht so viel in den Kompost. Ja, und jetzt habe ich alles drin, was ich so an Gemüse hier diesmal reinnehmen wollte. Es ist tatsächlich mehr so Blumenkohlsuppe jetzt, ne? Weil ich den ganzen Blumenkohl reingeschmissen habe. Und jetzt lösche ich das Ganze mit Wasser ab. Und ich hatte jetzt hier die Gemüsebrühe wieder griffbereit. Also gebe ich die mal rein. Der Topf hat 5 Liter Fassungsvermögen. Ich habe jetzt hier nicht ganz 5 Liter, aber ja. Raffi ist ja auch nicht da, deswegen passt das schon. Der kann dann die nächsten paar Tage ein bisschen mehr davon essen. Ja, noch ein bisschen Wasser, glaube ich. Und kochen lassen, bis alles weich ist. Ja, und solange die Suppe vor sich hin blubbert, gebe ich hier jetzt in die Pfanne ein bisschen von Fett. Egal, was ihr da jetzt nehmt, Öl, Butter, was auch immer. Lasse das schmelzen oder heiß werden
Und dann brate ich einfach nur mit Salz, Pfeffer und vielleicht ein bisschen Paprikapulver das Putenhackfleisch. Ich habe erst mal gedacht, Hackbällchen, aber dann, ach nee, irgendwie ist es mir heute wieder ein bisschen zu viel Arbeit. So, also keine Hackbällchen, sondern nur als krümeliges Hackfleisch wird das jetzt in die Suppe reinkommen. Ja, einfach nur anbraten. Mir ist das nicht. Und wenn ich Hackbällchen gemacht hätte, hätte ich auch nur Salz, Pfeffer, Paprika und dann zu Hackbällchen geformt. Vielleicht noch Knoblauchpulver oder so rein. Mehr braucht man auch nicht für sowas. Ja, das salze ich jetzt ein bisschen. Dann auch Pfeffer drüber. Muss ich schon wieder auffüllen. Meine Güte. Und ein bisschen Paprika. So. Und Putenhackfleisch geht schnell. Noch schneller als Rinderhackfleisch, ne, durchzubraten. Und wenn die Suppe fertig ist, püriert ist, dann gebe ich das einfach zum Schluss rein. Ja, ihr Lieben, leider ist es momentan wirklich so, dass durch die vielen Termine, durch die viele Fahrerei, jetzt habe ich ja noch mehr Termine, der kurz zur Physio, ein- bis zweimal die Woche. Am Donnerstag muss er wieder zum Zahnarzt, da werden die Fäden gezogen und so weiter und so weiter. Ja, komme ich meistens jetzt nicht dazu, irgendwas Komplizierteres, was mit mehr Aufwand, mit was weiß ich, zu kochen. Und vor allem, weil Dirk jetzt seit letzter Woche Montag nicht wirklich was anderes essen kann. Ja, nachdem ihm der Zahn gezogen wurde, kann er ja nichts groß kauen. Viele Sachen bleiben dann einfach an dieser Spange, die er hat, ne, hat eine Schiene jetzt gekriegt, hängen oder kleben oder kann das einfach gar nicht kauen, weil er dann nur auf einer Seite und ach ja, ist halt so, das ist für ihn das Beste tatsächlich, wenn er jetzt so mehr oder weniger Süppchen oder Kartoffelbrei und solche Sachen bekommt. Ja, und das mache ich dann auch wenn das jetzt dann für euch für die Videos eher langweilig ist, weil es ja eben nichts Besonderes und nichts Neues ist. Ich versuche ja schon wenigstens diese Cremesuppen zu variieren, ne, damit die nicht, ja, nicht das Gleiche immer. Ne? Heute haben wir Blumenkohl drin. Aber es ist gerade so die Situation. Ich denke mal, wenn er wieder fit ist und auch besser essen kann, alles essen kann, wenn die Wunde verheilt ist und diese Schiene weg ist, ne, dass er dann da, dass ich dann wieder ein bisschen aufwendiger, ein bisschen abwechslungsreicher kochen kann. Weil ist auch doof für ihn jetzt das zu kochen und für uns dann was anderes. Für mich erstmal doof wegen Aufwand und Zeit und alles und für ihn ist auch doof, das jetzt da zu sitzen und zu gucken, was wir jetzt, wenn wir jetzt anfangen, Rouladen, Schnitzel und sonst was zu essen. Deswegen Suppen. So, ich brate das jetzt an und wenn die Suppe durch ist, das ganze Gemüse, ja, nehme ich euch dann weiterhin mit. So ihr Lieben, solange die Suppe blubbert, na, also das Gemüse noch durchkocht, habe ich mir gedacht, mache ich jetzt noch zum Nachtisch und auch für die Kinder zum Mitnehmen auf die Arbeit und so. Bananen-Aladuschki. Ne? Aladuschki sind vergleichbar mit Pancakes oder halt Küchlein, kann man dazu sagen. Ne? Also ich mache jetzt wirklich nur ein paar, nicht so eine große Menge. Wir sind ja momentan auch nicht ganz so viele. Aber die kann man echt morgen dann zum Frühstück noch sich warm machen und die Kinder können sich das zur Arbeit mitnehmen. Ja, weil ich hier ein paar sehr, sehr, sehr reife Bananen habe, die ich jetzt einfach mal, jetzt komm,
verwenden werde, wenn ich die irgendwann mal endlich hier gepult bekomme. Ja. Ja, ich habe jetzt hier drei Bananen, die absolut nicht wollen, wie ich gerade. Mann! Oh, bei der funktioniert. Ja. Und die zermatsche ich jetzt erstmal mit der Gabel ein bisschen. So, dann nehme ich ein Ei. Zack. Es geht auch ohne, habe ich schon mal erwähnt, ne, dass Bananen super Eiersatz sind. Dann Zucker. Ein paar Esslöffel. Bananen geben ja auch schon ein bisschen Süße ab. Muss man aber nachher den Teig probieren. Dann gebe ich tatsächlich zum Schluss, nee, Moment, ich vertue mich gerade. Buttermilch. Ich habe jetzt Buttermilch, keine Milch, sondern Buttermilch oder Kefir rein. Eine Prise Salz. Zack. Und dann erstmal das alles vermischen. Man kann das natürlich auch mit diesem Mixer machen. Dann habt ihr keine Bananenstückchen. Ich habe jetzt hier doch ein paar Stückchen noch, aber mich stört das nicht. Ja, und dann habe ich mir gedacht, gebe ich ein paar Dinkelflocken. Zarte Dinkelflocken, die gibt es eigentlich überall. Lidl hat die da, wo Haferflocken stehen, da sind die auch. Ein paar Esslöffel von diesen Dinkelflocken. 3, 4, 5, ich mach mal 6. 6. Und dann brauchen wir nur noch Mehl und Backpulver. Ja, ich gebe jetzt erstmal ein paar Esslöffel, aber das kann ich euch jetzt nicht sagen. Das soll die Konsistenz von Schmand ungefähr haben. Also das nicht für Krebs oder so, ne, sondern für Pancakes oder Ladushki. So viel Backpulver. Mehr brauchen wir nicht auf diese Menge. Und verrühren. Habe ich mir gerade so spontan überlegt, machst du mal hier sowas, ja. Die Kinder freuen sich. Also ich habe jetzt 5 oder 6 Esslöffel drin. Mehl. Müsste jetzt eigentlich reichen. Und dann ein bisschen von Pflanzenöl. Ich weiß, das ist gerade nicht ganz so viel vorhanden. Aber das muss sein oder man nimmt dann Butter. Schmelzen und auch rein. So ist die Konsistenz und ja, auch wenn es klumpig aussieht, ist es so genau richtig. Wir haben ja Banane drin und Dinkelflocken und jetzt muss es nur angebraten werden. Da ist das Hackfleisch schon fertig angebraten und hier mache ich jetzt mal die Pfanne an und gebe wieder mal diese Creme zum Braten an. Ja, jetzt ist das heiß und einfach mal mit so einem Löffel reingeben und von beiden Seiten gut anbraten. So, jetzt geht es mit der Suppe weiter. Da sind noch ein paar, ich glaube, noch eine Ladung von diesen Pancakes, wie auch immer, muss ich noch fertig machen, aber ich püriere schon mal die Suppe. So, und jetzt kommt
Schmand rein. Stimmt. Und Frischkäsekräuter. Ich habe hier so einen kleinen Rest noch. Dann probiere ich, wie salzig es ist, ne? Nach der Brühe nur. Wir brauchen auf jeden Fall Salz. Schmeckt aber sehr gut. Und Pfeffer. Nehmen wir mal Oregano ein bisschen. Und Dill. Und, ja. Ich tanze hier gerade auf mehreren Hochzeiten, aber passt. Die ersten habe ich doch ein bisschen anbrutzeln lassen. Aber diese sehen richtig gut aus. Zack. Und die letzten. Es ist nicht ganz so viel die Menge diesmal. Ne? Also ich mache das nicht ganz so viel. Die haben ein bisschen von dem Fett auch aufgesaugt. Ist aber auch nicht so dramatisch. Zack. So, weiter braten. Und ich püriere das Ganze nochmal. Oder weiter. Ich gebe noch minimal Wasser aus dem Wasserkocher mit rein, weil mir das Ganze dann doch etwas zu dickflüssig ist. Ich gucke mal nach den Dingern hier. Nee, geht. So, und es ist jetzt eigentlich auch schon fertig. Fast. Ein paar Lorbeerblätter rein. Und dann kommt die ganze Geschichte wieder zurück auf den Herd. Und dann kommt das Hackfleisch noch rein. Und dann darf das Ganze noch ein paar Minuten aufkochen. Auf schwacher Hitze unterrühren logischerweise, sonst setzt sich das Ganze unten ab. Aber es schmeckt richtig lecker. Ich freue mich schon auf die Suppe. Ich brauche irgendwie Hunger. Ja. Deckel drauf und auf 4 ungefähr reicht. So, die Bananen-Dinkelflocken-Aladuschki sind fertig. Wenn sie etwas abgekühlt sind, kann ich euch eins, oder ich mache das trotzdem, obwohl die noch heiß sind. Au, ne, heiß. Hey, heiß, ne, später. So, ihr Lieben, das Essen ist fertig. Das ist jetzt die Suppe. Ich mag sowas auch gerne, aber irgendwann mal will ich das auch nicht mehr. Ich hoffe, er kann bald was essen. Ja, und das sind die Aladuschki, ne? Also diese Bananen, Dinkelflocken, Aladuschki. Die sind auch sehr gut geworden. Und deswegen werden wir jetzt auch essen. Genau. Ich sehe da immer die ganze Zeit irgendeinen Tropfen. Achso, das war jetzt auf meinem Bildschirm nur. Ja. Ihr Lieben, das ist jetzt auch gewesen. Ich denke, mehr werde ich heute auch euch nicht zeigen. Geschirrspüler läuft, Waschmaschine, ich muss noch die Wäsche aufhängen. Und ansonsten ist für heute, glaube ich, auch fertig. Ja, was die nächsten Tage so bringen, weiß ich nicht. Ich plane momentan überhaupt nicht so großartig irgendwie, weil es kommt jeden Tag immer wieder was dazu. Und deswegen, ja. Ist gerade nicht so einfach. Ich hoffe, dieses Video hat euch trotzdem gefallen, auch wenn es wieder nur Haushalt ein bisschen und nur wieder Cremesuppe. Ja, tut mir leid. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, dann wie immer Daumen hoch, abonnieren nicht vergessen, wer mag, auf die Glocke klicken, dann verpasst ihr auch keine neuen Videos von mir. Also übrigens, abonnieren und so ist kostenlos. Ja, bleibt gesund und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss.